Lasst uns mal eine ganz entspannte Donnerstags-Nachmittagssendung machen, ohne jetzt groß in die Prognose zu gehen, sondern wir schauen uns einfach mal nur die Wettermodelle an. Was wird da berechnet? Ein paar Kuriositäten. Es ist übrigens immer noch dieser Patt zwischen dem amerikanischen GFS-Modell und dem europäischen ECMWF-Modell in Sachen Hitze oder Kühle. Grüße Sie und grüße euch. Und jetzt nehmen wir mal ausnahmsweise nur Bilder von mir. Die hatte ich heute Morgen angekündigt. Das ist hier Aschau, im Hintergrund die Kampenwand. So sah es gestern tagsüber aus. Und am Abend sind hier Schauer und Gewitter durchgezogen mit eben großen Regenmengen. Und wenn man jetzt hier oben steht und schaut in diese Richtung, dann sieht das Ganze so aus. Mit dem Chiemsee und im Hintergrund ganz, ganz weit kann man dann den Bayerischen Wald erkennen. Da beginnen dann auch Oberösterreich und Salzburg. Und wenn man den Blick dreht in die andere Richtung, dann sieht es so aus. Da haben wir hier das Kaisergebirge. Zahmer und Wilder Kaiser steckt nur in Wolken. Hier die Hohe Salbe, schauen wir gleich noch drauf. Und im Hintergrund, was man da auch so ein bisschen erkennt, das ist übrigens Schnee, das sind die Hohen Tauern. Wir zoomen mal rein hier, so sieht die Hohe Salbe dann rangezoomt aus. Und im Hintergrund eben die Hohen Tauern, wo oben noch Schnee liegt. Und da ist es aktuell in den Hochlagen wieder am Schneien. Aber der Schnee wird da nicht lange Bestand haben, denn es wird ja sehr warm werden, wenn man dem amerikanischen GFS-Modell glaubt. Und das Bild nehmen wir jetzt einfach nur so wunderbar als Hintergrund. Übrigens, in der nächsten Woche zeigt das amerikanische Wettermodell nur Sonnenschein und sommerliche bis hochsommerliche Temperaturen. Schauen wir auf das Ensemble aktuell für Freiburg, also den Südwesten Deutschlands. Das, die Linien kurz erklären, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Unten sind die Niederschlagssignale. Und das, was da so rausragt, in dem Fall in dem Grün, in diesem Giftgrün, das ist der sogenannte Hauptlauf, den wir auch, was habe ich denn hier für einen Kleber, an den Apps haben, in den Apps. Und dieser zeigt extreme Temperaturen, 24, fast 25 Grad in 1500 Meter Höhe. Wir rechnen 15 Grad drauf, das ginge dann an die 40 Grad ran. Zum gleichen Zeitpunkt haben wir aber Temperaturen, die sind wesentlich weiter unten. Also große Unsicherheiten sind dabei. Der schwebt irgendwie ganz leicht oben und sagt, ich bin hier oben. Und das europäische ECMWF-Modell hat diesen Lauf hier auch für diesen Zeitraum. Der ist dann eher im unteren Mittelfeld und sagt, aha, du bist also ganz weit oben, wobei es da auch Ausreißer gibt, die hochgehen, nur nicht ganz so extrem. Das bedeutet, dass diese Hitze zu uns kommt, ist möglich, aber momentan noch nicht sehr wahrscheinlich. Und wenn wir die beiden Modelle nebeneinander nehmen, dann sieht das Ganze so aus. Das ist das europäische ECMWF-Modell für das Wochenende in einer Woche, am Sonntag um 2 Uhr in der Nacht. Da liegen die Temperaturen nach den Europäern bei 8 Grad in 1500 Meter Höhe über Freiburg und bei den Amerikanern bei 24 Grad. Das sind 16 Grad Luftmassentemperaturunterschied. Das ist der pure Wahnsinn. So sieht die Situation momentan aus. Heute Morgen sah es ja ähnlich aus. Und jetzt gehen wir mal auf die Ensembles in den Norden ganz kurz ein. Da ist der Hauptlauf auch relativ weit oben. Es gibt aber welche, die sind noch weiter oben. Und wenn ihr mal hinschaut, die gehen hoch und stürzen dann ab. Das wäre so, dass die Heißluft einmal ganz kurz schnell nach Norden kommt und sofort wieder verschwinden würde mit ein paar Schauern und Gewittern. Tendenziell bleiben die Temperaturen im Norden eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Im Süden Deutschlands sieht es völlig anders aus. Große Unterschiede. Hier ist der Hauptlauf extrem weit oben, geht dann weit runter, wieder rauf, wieder runter und pendelt so hin und her mit relativ wenigen Niederschlägen in diesem Hellgrün. Die anderen sind wesentlich niederschlagsreicher und eine große Brandweite an Möglichkeiten. Wir schauen uns jetzt aber mal den wärmsten Lauf an und gleichzeitig auch den kühlsten Lauf. Und das ist ja alles für das übernächste Wochenende. Mal ist es der Sonntag, mal ist es der Samstag. Das ist die heißeste Version jetzt für den Sonntag. Da hätten wir ein Tief über London ungefähr liegen und ein Hoch östlich von uns. Und wir liegen genau dazwischen. Da entsteht eine Düse, weil um das Tief herum kommt die Luft gegen den Uhrzeigersinn, im Hoch mit dem Uhrzeigersinn. Also volle Lotte Süd mit Temperaturen von 25, 26 Grad in 1500 Meter Höhe. Der schiere Wahnsinn. Übrigens über Westeuropa würde es dann kühler werden. Die Auswirkungen wären 30 bis 40 Grad bei uns mit strahlendem Sonnenschein, später heftigen Schauern und Gewittern und großer Unwettergefahr. Nicht nur in Deutschland, sondern in den weiten Teilen Europas, Westeuropa, Südwesteuropa. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das ist eine spannende Wetterlage, keine Frage.
Die andere Auswirkung ist genau gegenteilig. Da haben wir das Hoch im Westen, das Tief im Osten und die nördliche Strömung, mit der die kälteste Luftmasse herankäme. Übrigens, das kleine Höhentief über der Iberischen Halbinsel ist trotzdem da, bringt hier die extreme Hitze, die bliebe nur da. Und auf der anderen Seite käme die Kühle herangezogen, die sich mit Nordstau an die Alpen legen würde, mit Regen und in den Hochlagen. Wie wir es eben gesehen haben, zum Beispiel in den Hohen Tauern, wäre das alles als Schnee. Und die Auswirkungen wären maximal 10 Grad im Dauerregen am Alpenrand. Sonst wären ein paar Schauer dabei, wenn die Sonne mal durchkommt, bis zu 20 Grad. Also sehr kühl. Und das ist wohlgemerkt alles für das übernächste Wochenende, was da berechnet wird. Wir gehen mal kurz nach Spanien, nach Andalusien und haben wieder ein Ensemble. Und hier sehen wir, dass die Hitze momentan richtig am Wüten ist. Die durchschnittlichen Temperaturen in 1500 Meter Höhe liegen so bei 16 Grad. Was bei uns zu heiß ist, ist hier normal. Und die Temperaturen, die in den nächsten Tagen erreicht werden, sind bei 25, 26 Grad. Die Luftmassentemperatur liegt also 10 Grad höher. Dann stürzt es ab, der Hauptlauf geht ziemlich weit nach unten, schnellt dann wieder nach oben und später kommt ein im Schnitt langsames Abflachen auf durchschnittliche, teilweise unterdurchschnittliche Werte. Und wenn wir so ein bisschen das im Hinterkopf behalten, wenn das in Spanien kalt wird, dann ist die Gegenbewegung bei uns, dass da die Hitze kommt und umgekehrt kann sein. Südfrankreich, auch hier Hauptlauf und Kontrolllauf in Blau gehen weit nach oben. Da hätten wir auch die Hitze mit dieser Wahrscheinlichkeit und andere Läufe sind komplett weit unten. Später geht es ja auch runter. Also das wird immer wieder von den Modellen des amerikanischen GFS-Modells oder den einzelnen Berechnungen favorisiert, dass da die Hitze kommen soll. Und zum Beispiel in Rom, in Italien, sind wir durchgehend im überdurchschnittlichen Bereich. Haupt- und Kontrolllauf sind noch wesentlich weiter oben. Das heißt, im Mittelmeerraum wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im mittleren Mittelmeerraum eine wogende Hitzewelle geben mit relativ wenigen Niederschlägen. Da geht es dann also mit richtig hochsommerlichem Urlaubswetter weiter. In Norditalien sieht es anders aus. Da sind immer wieder Schauer und Gewitter zumindest bis jetzt dabei gewesen. Und zu guter Letzt, vorletzt, noch die Auswirkungen der Temperatur oder den direkten Modelloutput. So sieht es auf der Iberischen Halbinsel aus mit den Höchstwerten. Für den 14. Juni verbreitet werden hier über 35 in den wärmsten Ecken laut direkten Modelloutput 43 Grad erreicht. Das ist alles noch in einem Rahmen, wo man sagt, das kennt man dort. Hauen wir nochmal 5 Grad drauf, dann wird es extrem. So geht es noch einigermaßen. Das ist alles sehr heiß, keine Frage. Aber die Gegend kriegt das immer mal wieder ab. Über Südfrankreich, und dann sehen wir hier auch den Südwesten Deutschlands, liegt der Höhepunkt, und das ist da schon eine andere Hausnummer hier über Süd- und Mittelfrankreich, mit Temperaturen bis Paris rauf von um die 40 Grad. Das wäre dann schon extrem. Auch hier werden bis zu 43 Grad im Output erreicht, und zwar am 18. Juni. Und bei uns in Deutschland am Oberrhein, rund um die Pfalz, wären es auch bis zu 38 Grad. Lokal wären da 40 Grad möglich. Jetzt habe ich aber zum Schluss tatsächlich noch einen Rausschmeißer für euch. Und dann seht ihr mal, wie verzwickt das Ganze ist. Wenn wir zurückgehen, und zwar um 8 Jahre, 2014, da war die Wetterlage wie festgetackert, ähnlich wie das, was wir jetzt gesehen haben, mit dem Tief vor der Iberischen Halbinsel, dem Hoch hier auf dem Atlantik, der südlichen Strömung über der Iberischen Halbinsel und einer großen Hitzewelle. Und bei uns in Deutschland 2014 war das ja ein verhältnismäßig wechselhafter und auch verhältnismäßig kühler Sommer. Er war zwar überdurchschnittlich warm im Vergleich zum früheren langjährigen Mittel, aber im Jahrzehnt gesehen war das einer der kühleren Sommer. Könnten wir jetzt sagen, dann könnte das ja in diesem Jahr auch so werden. Aber die Wetterküche hat da ja immer noch so ein paar Überraschungen auf Lager. Das war 2018, der Rekordsommer. Tief vor der Iberischen Halbinsel mit der Südströmung, hoch bei den Britischen Inseln, tief über Skandinavien und wir lagen am Rande. Also diese beiden Jahre hatten exakt dieselbe Wetterlage, die wir jetzt auch wieder haben. Die Auswirkungen danach gingen nur so weit auseinander. Es ist momentan alles wie eine Wundertüte. Bis morgen.